Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und die neuen Ford Focus MK4. Heute geht es wieder um ein neues Gadget, den OBD-Scanner von Kingbolin K7. So sieht das Gerät aus, beziehungsweise das ist die Verpackung und das ist das eigentliche Gerät. Und das möchte ich euch zeigen. Das Ding kann unter anderem natürlich alles, was das OBD-Protokoll unterstützt, Fehler auslesen, Fehler löschen. Wir können Live-Daten uns anschauen. Wir können aber auch Tests durchführen. Also wir können diverse Sachen hier aktivieren und prüfen, ob das denn tatsächlich funktioniert. Und das Ding hat natürlich diverse Service-Funktionen, die man so hier und da mal benötigt, wie zum Beispiel das Rückstellen des Ölservices, das Aufmachen der Feststellbremse und vieles, vieles mehr. Aber ja, fangen wir zuerst mal an mit dem Unboxing. Das ist die Verpackung, so sieht das Ganze aus. Hinten sehen wir ein paar Eckdaten des Gerätes und die blende ich euch aber auch gleich ein. Wie gesagt, hier diese schöne Verpackung. Ich finde dieses Case so geil. Also alle Geräte, die in so einem Case verpackt sind, das ist echt toll. Man kann es immer wieder verstauen, sicher verstaut, Hammer. Wie ihr seht, 7 Zoll Touchscreen, das ist das Gerät, hat hier den Ein- und Ausschalter. Auf der anderen Seite befinden sich die USB-Anschlüsse, das Gerät zu laden, um es an PC anzuschließen, aber auch um weitere Peripherie bei Bedarf halt anzuschließen. Und auf der Rückseite gibt es dann auch noch eine Kamera. Damit können wir das Ganze dann auch als Fotoapparat nutzen und Sachen protokollieren. Daneben gibt es natürlich noch das Kabel, was mitgeliefert ist, um das Gerät halt zu laden und oder halt am PC anzuschließen. Das eigentliche Ladegerät hat auch diverse Adapter für die unterschiedlichen Länder. Wir können das also überall nutzen. Das ist dann der Bluetooth-OBD-Dongle. Wir haben also keinen Kabelsalat. Das Ganze funktioniert über Bluetooth. Die Kommunikation sehr, sehr angenehm. Und es gibt natürlich noch ein Infodatenblatt, wie man das Gerät halt aktiviert. Und dann noch auch das Handbuch in ganz, ganz vielen Sprachen. Das Gerät ist prinzipiell, wie fast alle Geräte, selbsterklärend. Dennoch, wie ihr seht, in unterschiedlichen Sprachen ist das Ganze dann verfügbar. Und ja, nachdem ich euch jetzt gezeigt habe, was denn in dem Paket alles drin ist, hätte ich gesagt, schalten wir das Gerät mal ein und richten es mal ein. Also, los geht's. Also, schalten wir das Gerät ein. Und schauen mal, was es beim ersten Start macht, wie man das Gerät denn einrichtet und wie lange es natürlich für den Start, vor allem hier für den ersten Start, benötigt. Wie ihr seht, das Ganze geht relativ flott, das ist nicht vorgespult oder sonstiges. Das ist in Echtzeit, habe ich extra so gelassen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie flott das Gerät denn startet. Hier muss man sagen, es ist halt der erste Start, der dauert immer ein Tickchen länger. Aber wie ihr seht, innerhalb von weniger Sekunden ist das Gerät prinzipiell einsatzbereit. Auf dem Gerät läuft Android. Und ja, beim ersten Start werden wir begrüßt und können uns eine Sprache auswählen. Es werden unterschiedliche Sprachen angeboten, unter anderem natürlich dann auch Deutsch. Und wir wählen uns hier Deutsch aus und bestätigen dann mit weiter. Danach geht es im Prinzip zu der Einrichtung. Wir richten das WLAN ein. Wir melden uns an bei Kingbolin. Also wir registrieren dieses Gerät mit unserer E-Mail-Adresse. Das ist jetzt im Schnellvorlauf. Und dann beim ersten Start sagt schon das Gerät, hey, da gibt es ein Update. Möchtest du das installieren? Das möchten wir natürlich installieren. Ich will natürlich mit der neuesten Software arbeiten. Das jetzt mal im Schnelldurchlauf. Und nachdem die eigentliche Software aktualisiert worden ist, startet dann das Gerät nochmal neu. Hier überprüfe ich dann nochmal, ob tatsächlich die neueste Version installiert ist. Wir bekommen gleich auch den Hinweis, dass die neueste Version tatsächlich installiert ist. Es gibt also keine zusätzlichen neuen Versionen mehr. Und ja, neben der eigentlichen App, die wir hier sehen, die halt aktualisiert wird, beziehungsweise den Basisfunktionen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Module, also fahrzeugspezifische Funktionen. Und die sehen wir hier. Da gibt es zahlreiche Aktualisierungen. Die führe ich dann jetzt auch durch. Mit einem Klick könnt ihr sagen, alles aktualisieren und dann wird das Gerät automatisch aktualisiert. Das dauert jetzt ein bisschen und ja, nachdem das Ganze dann aktualisiert worden ist, sind wir da schon mal sehr gut unterwegs. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich das Gerät neu gestartet habe, kam immer wieder ein Hinweis, hey, da gibt es irgendwas Neues. Natürlich nicht immer für unseren Ford, aber gefühlt jeden Tag kommen dann dort Updates, die die Funktionalität dieses Gerätes immer wieder erweitern und
verbessern. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie das Menü dann aussieht. Das Gute daran ist, da läuft, wie schon erwähnt, Android drauf. Bedeutet, wir können auch eine Bildschirmaufnahme machen und ich kann euch das Ganze schön einblenden, kristallklar, und muss nicht den Bildschirm abfilmen. Also, los geht's. So sieht dann das Menü aus. Auf dem ersten Punkt können wir uns Zusatzfunktionen kaufen, wenn wir die brauchen. Danach gibt es den Punkt OBD2. OBD2 bedeutet, wir verbinden uns mit dem Auto und dem OBD-Dongle über das OBD2-Protokoll. Das ist ein grundlegendes Protokoll, was uns auch grundlegende Funktionalität bietet. Werdet ihr gleich sehen. Wir können dann also schon auf gewisse Sachen zugreifen. Nachdem wir uns jetzt verbunden haben, haben wir Zugriff auf unterschiedliche Basisfunktionen. Das ist im Prinzip das Menü. Wir können uns also mit dem Modul hier verbinden. Wir können das Modul kurz auslesen, wie es heißt. Wir können aber auch in das Modul kurz reingehen und dann sehen wir, wie zum Beispiel oft das Auto gestartet, also wie lange der Motor gelaufen ist, wie oft das Auto gestartet worden ist. Wir gehen jetzt auch mal in die Live-Daten. Hier gibt es Dutzende Live-Daten. Wir können uns hier welche rauspicken. Das habe ich hier auch gemacht. Ich scrolle trotzdem mal komplett runter, damit ihr seht, was alles verfügbar ist. Wenn euch das zu schnell ist, einfach ein bisschen langsamer machen. Das Video bei YouTube einfach ein bisschen langsamer stellen und dann seht ihr in aller Ruhe alles, was da ausgelesen werden kann. Das sind die Live-Daten als ja, Rohdaten, wenn man so möchte, als numerischer Wert. Und diese Daten können wir uns dann auch grafisch darstellen lassen. Ich wähle jetzt einfach mal ein paar aus. Bis zu 4 können wir uns dann auch grafisch darstellen lassen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ich drücke mal kurz aufs Gas, dann seht ihr, da passiert auch etwas. Und so sieht man dann auch die Daten in grafischer Darstellung. Finde ich immer ganz nett. Wir können aber auch zurückgehen, uns dann die Daten hier nochmal als Wert anzeigen lassen. Wir können aber auch natürlich diese Daten auch aufnehmen bzw. recorden. Das mache ich jetzt hier. Kann man also während der Fahrt das Ganze aufnehmen, eine Fahrt durchführen und erst im Nachgang dann die Daten auswerten. Also alles ist hier soweit möglich. Genau, jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir sehen hier, ganz wichtig, keinen Fehlercode gefunden. Das merken wir uns. Weil Hintergrund ist, wir waren jetzt über das OBD2-Protokoll im Auto und haben grundlegende Funktionen. Über die Scan-Funktion, auf die gehe ich jetzt ein, da wird tatsächlich die fahrzeugspezifischen Protokolle aktiviert. Also hier jetzt bei unserem Ford, spezielle Ford-Protokolle. Wir wählen jetzt hier nochmal unseren Motor aus, bestätigen also das Ganze nochmal, wählen dann unser Getriebe aus. Bei mir ist es halt ein 8-Gang-Automatikgetriebe, das bestätige ich. Und über diese Funktionalität sind wir jetzt mit dem Auto verbunden, nicht über das OBD2-Protokoll, sondern über die Ford-spezifischen Protokolle. Und da haben wir natürlich Zugriff auf deutlich mehr als das, was wir gerade eben gesehen haben. Wir sehen jetzt hier über die Ford-spezifischen Protokolle, greifen wir auf die einzelnen Module zu. Wir sehen auch diverse Fehlercodes. Die schauen wir uns dann gleich mal an. Aber das ist wichtig zu verstehen, das OBD2-Protokoll ist halt grundlegend. Da kann man schon das ein oder andere machen. Fahrzeugspezifisch ist immer besser. Und wir sehen hier die ganzen Module, können da drauf gehen und sehen dann auch inklusive einer Beschreibung, welche Fehler hinterlegt sind und was dieser Fehler dann tatsächlich bedeutet. Wir löschen jetzt einfach mal alle Fehler. Das geht relativ schnell. Ein Fehler bleibt übrig, das ist im IPC, den bekomme ich einfach nicht weg. Falls also jemand weiß, wie ich den wegbekomme, schreibt mir einfach in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Genau, jetzt gehen wir mal auf die Funktionalität Besonderheit. Bei Besonderheit können wir diverse Module einfach zurücksetzen. Das war's. Bei System wählen, da gehen wir jetzt spezifisch auf ein Modul ein. Hier hole ich halt HVAC, also die Belüftung. Bin jetzt also in dem Belüftungsmodul drin und kann mir jetzt auch einen spezifischen Test mal starten, beziehungsweise eine spezifische Funktion starten. Das mache ich jetzt hier. Ich wähle das Ganze aus, blende euch jetzt mal ein und aktiviere es. Ich aktiviere die Lüftung, die verschiedenen Gebläsestufen. Und so könnt ihr halt unterschiedliche Funktionalitäten von verschiedenen Modulen prüfen. Habt ihr schon einen Blinker getauscht, könnt ihr dann hier das Ganze natürlich dann auch aktivieren. Blinker ist natürlich jetzt ein ganz einfaches Beispiel, kann man auch über den Blinkerhebel testen. Aber hier habe ich zum Beispiel die Belüftung getauscht, kann ich dann direkt auf das Modul zugreifen und per Software sagen, schalte mir jetzt die Belüftung ein und die verschiedenen Stufen testen. Hier teste ich jetzt mal was anderes, hat auch mit der Belüftung zu tun. Unten seht ihr, alle Lampen gehen aus.
gehen an und wenn ich es ausschalte, gehen auch alle Lampen aus. Ja, das war im Prinzip die Max-Einstellung. Und so gibt es halt unterschiedliche Tests, die ihr aktivieren könnt in den unterschiedlichen Modulen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, nennt sich das bei VW irgendwie Stellgliedertest oder sowas ähnliches. Und genau, hier bei uns haben wir, wie schon gesagt, unterschiedliche Funktionen. Bei gemeinsame Funktionen, wie ihr seht, das sind sowas wie Service-Funktionen. Dort könnt ihr halt einen Injektor kodieren. Ihr könnt aber auch ja, Batteriewechsel, falls der durchgeführt worden ist, also im Prinzip das BMS nochmal resetten. Das geht darüber. Es gibt noch eine Coding-Funktion und die Coding-Funktion ist dazu da, falls ihr mal ein Modul austauscht, dass ihr die Einstellungen speichert und dann nochmal zurückspielt. Hier sind wir dann bei den Service-Funktionen, die ich gerade eben erwähnt hatte. Viele Wege führen nach Rom, über 31 Service-Funktionen, die ihr hier seht, die könnt ihr halt aktivieren und ja, euren Service entsprechend zurückstellen oder was auch immer machen. Neben den Service-Funktionen gibt es dann auch hier nochmal einen Punkt. Darüber können wir dann auf den Dateimanager zugreifen. Wir können uns aber auch die Fehlercode-Bibliothek anschauen. Ich wähle mal hier den Fehlercode P1000. P1000 bedeutet je nach Hersteller etwas Unterschiedliches. Bei Ford bedeutet es das, bei GM was anderes und bei Mercedes-Benz wieder was anderes. Also haben wir einen Fehlercode, da können wir hier ganz einfach das Ganze in der Datenbank nachschauen. Und es gibt noch hier eine Abdeckliste. Diese Abdeckliste ist natürlich in dem Gerät drin, gibt es aber auch online. Falls ihr euch also ein Gerät kauft, könnt ihr schon mal online vorab nachschauen, welches Gerät unterstützt genau welche Funktion. Ich wähle jetzt hier einfach mal unseren Ford Focus aus, 2019, und dann das ACM-Modul und möchte nachschauen, kann ich aus dem ACM-Modul Live-Daten auslesen. Und gleich kommt dann auch eine Liste, die mir dann anzeigt, ja, du kannst mit diesem Gerät ACM-Daten live auslesen. Wie gesagt, macht man normalerweise vorab. Diese Datenbank gibt es online auf der Webseite der jeweiligen Hersteller. Dann noch Module, also Zusatzzubehör, das ihr vielleicht verwendet, könnt ihr dann per Bluetooth oder per USB an das Gerät anschließen und dann zusätzliche Funktionalitäten halt ausführen. Und zu guter Letzt gibt es dann noch dann hier die ganzen Dokumente, die halt abgelegt worden sind. Falls welche denn abgespeichert worden sind, könnt ihr das Ganze dann dort nochmal euch anschauen, ausdrucken, weiterleiten. Und in den Einstellungen gibt es natürlich unterschiedliche Einstellungen, die ihr durchführen könnt, die Messeinheiten festlegen, metrisch oder nicht metrisch. Und hier dann natürlich die Version, mit der ich das Ganze jetzt hier gemacht habe. Nur zur Info, falls ihr das Video jetzt seht, bei euch sieht es anders da aus, dann hat es damit zu tun, dass ihr entweder halt eine ältere oder vielleicht sogar eine neuere Version habt, je nachdem, wann ihr halt dieses Video schaut. Ja, ganz tolles Gerät. Ihr könnt ganz, ganz viel damit machen. Schaut euch das Gerät einfach mal an. Ich verlinke es wie immer unten in meiner Videobeschreibung und auf meiner Homepage. Wie gesagt, großer Vorteil dieser Geräte ist es, ihr könnt halt Fehlercodes löschen, ihr könnt fahrzeugspezifische Protokolle verwenden, um auf die einzelnen Module zuzugreifen. Jetzt nicht nur für Ford, sondern auch für alle anderen Marken werden da alle Protokolle unterstützt, es werden alle Module unterstützt und dann könnt ihr dann deutlich tiefer in euer Auto einsteigen, Daten auslesen, Services zurückstellen. Okay, das war's jetzt zu diesem Gerät. Ich hoffe wie immer, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.